liebe Kinder und hallo, liebe Eltern des Kindergartens der Deutschen Internationalen Schule in Dubai. Ich bin es wieder, die Melanie von den Regenbogenfischner und ich möchte euch heute gerne zeigen, wie man aus den Zahlen 0 bis 5 das Wetter malen kann. Es geht los! Alles, was ihr dafür braucht, sind zwei weiße Blätter und ganz viele Buntstifte. Schaut, dass eure Stifte gut gespitzt sind. Zuerst üben wir die Zahlen. Dafür nehme ich den schwarzen Stift, damit ihr es auch alle gut sehen könnt. Das andere weiße Blatt Papier lege ich derweil beiseite. Und dann können wir schon anfangen mit der ersten Zahl. Es ist die 0. Nach der 0 kommt die 1. Nach der 1 kommt die 2. Nach der 2 kommt die 3. Nach der 3 kommt die 4. Und zum Schluss malen wir noch die 5. Wir fangen zuerst an mit der 0. Es soll die Sonne werden. Dafür malt ihr ein Gesicht. Und nicht zu vergessen, die Sonnenstrahlen. Und schon habt ihr eure Sonne fertig. Jetzt geht es weiter mit der 1. Es soll eine Schneeflocke werden. Dafür malt ihr diese Striche nach, wie bei mir. Und jetzt könnt ihr eure Schneeflocke noch dekorieren, damit es richtig aussieht wie eine Schneeflocke. Wenn ihr damit fertig seid, habt ihr schon eure Schneeflocke gemalt. Super! Jetzt geht es weiter mit der 2. Wir wollen aus der 2 eine Wolke malen, wo die Sonne hervorschaut. Malt zuerst die Wolke. Und dann könnt ihr auch die Sonne malen, die versucht, aus der Wolke hervorzuschauen. Auch die Sonne bekommt ein Gesicht. Und nicht zu vergessen, wieder die Sonnenstrahlen. Klasse! Jetzt habt ihr schon eure Wolke fertig mit einer Sonne. Und es kann weitergehen mit der 3. Es soll ein Mond werden, der nachts am Himmel scheint. Und auch unser Mond bekommt wieder ein Gesicht. Und was scheint denn noch nachts am Himmel? Richtig, es sind viele Sterne am Himmel. Aber wir malen jetzt nur einen Stern. Versucht es, lasst euch Zeit, Kinder. Prima, wenn ihr damit fertig seid, dann malen wir die 4. Es soll ein Regenschirm werden, der euch beschützt, wenn es regnet. Und dann habt ihr auch schon euren Regenschirm fertig gemalt aus der Zahl 4. Zum Schluss wollen wir noch die 5 anmalen. Es wird eine Wolke mit einem Blitz. Zuerst malen wir den Blitz. Und nicht zu vergessen,
Ein Blitz braucht auch eine Wolke. Super, Kinder! Jetzt haben wir schon alles fertig gemalt. Und jetzt, wo wir das geübt haben, könnt ihr euer eigenes Wetterbild malen. Dafür braucht ihr das andere weiße Blatt Papier. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich male zuerst die Sonne. Und die Sonne hat welche Farbe? Genau, gelb. Viel Spaß, Kinder!